Was ist Stille? Wie wirkt es auf unsere Gesundheit und warum ertragen wir diese Stille manchmal nicht? Guten Morgen! Mit diesem Video wirst du einiges fundamental anders sehen und dadurch dir genau das gönnen, was du brauchst und nicht, was du denkst, dass du brauchst. Ich bin nach der Fertigstellung meines Buches Endlich Frieden wieder on the road und gönne mir Stille. Aber ich habe da einen Denkfehler. Denn zu Hause ist es teilweise ruhiger als in der Natur. Da stellt sich die Frage, was ist Stille eigentlich wirklich? Stille ist die Abwesenheit von Geräuschen. Aber ist es wirklich das, was wir suchen, wenn wir uns nach ihr sehnen? Nein und ja. Ja, weil wir in unserem Alltag oft reizüberflutet sind. Und diese Reizüberflutung laut Umweltbundesamt für Arteriosklerose, erhöhten Blutzucker und auch Herzinfarkt verantwortlich ist. Mittlerweile weiß man, dass durch geistigen Stress auch oxidativer, körperlicher Stress die Folge ist. Schau dir dazu auch gern mein Video an. Und damit alle auf Entzündungen basierenden Krankheiten durch Lärm, Gegenteil von Stille, katalysiert werden. Aber Untersuchungen zeigen auch, und das ist dasselbe wie beim Fasten, wenn man sich freiwillig diesem Lärm aussetzt und Bock auf diesen Lärm hat, wie du zum Beispiel, der dieses Video schaut, da werden keine Stresshormone ausgeschüttet. Also Lärm bzw. Geräusche sind per se nicht schädlich, wenn man sich wohlwollend darauf einlässt. Ganz wichtige Erkenntnis, gerade für diejenigen, die sich als Opfer des Lärms sehen. Nein, du bist erst dann Opfer, wenn du wirklich einer Situation ausgesetzt bist, wo du gegen deinen Willen mit Lärm konfrontiert wirst. Und du hast einen freien Willen. Du kannst in Deutschland ohne Angst auf Existenzverlust dich jedem Lärm entziehen. Das bedeutet, dieses Video und die vielen Informationen, die hier noch kommen werden, sind Chancen und bieten dir Fülle. Denn Stille ist meist, wenn wir von Stille reden, wenn ich von Stille rede, ein Gemütszustand, keine Geräuschlosigkeit. Und unser Gemüt ist abhängig davon, wie wir uns selber positionieren, was wir selber über uns denken, wie wir Dinge bewerten. Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Aussage, heutzutage ist alles so laut geworden, früher war doch alles besser. Historiker vertreten ganz klar die Ansicht, dass früher alles lauter war als heute. Mit all den Lärmschutzbestimmungen und der Vermeidung von auditativen Belästigungen. Früher war in den Städten ständig Marktschreier, die Marktschreier und die Handwerker, die lautstark über ihre Preise feilschten und ihre Waren und Dienstleistungen anboten. Da konnte man keine Internetwerbung schalten und in Ruhe zu Hause seine Leistungen auf die Webseite einpflegen und genauso ruhig kaufen. Auch waren viel mehr Menschen in lauten Berufen unterwegs. Überall hörte man es schmieden und hämmern und hobeln und so weiter. Während man auch sich heute über Autolärm aufregt, ist das verglichen mit dem Wagenrollen damals viel geräuscharmer. Auch die Argumentation, dass es heute mehr Menschen gibt, ist auch irrelevant, da man sowieso nur in seiner Hörweite belästigt wird von Lärm. Also ob es nur 100 Menschen, die arbeiten in meinem Umkreis gibt und sonst keinen in der Stadt oder nochmal 100.000 mal mehr außer Hörweite, das ist egal. Heute ist es so leise wie noch nie in den Städten, aber in der Natur natürlich ist es stiller. Man kann, wenn man will, abschalten. Genau das, was ich hier tue. Wenn man das will, man kann in sich gehen und man kann reflektieren. Man kann seine Position im Leben analysieren in der Entspannung und das ist Stille. Aber viele brauchen zum Entspannen Entspannungsmusik oder die Geräusche der Natur. Wahre Stille ist für die meisten Menschen, so sehr sie sich postulieren, sich das zu wünschen, das ist nicht aushaltbar. In einer Untersuchung an der Universität in Virginia hat man Menschen gebeten, 15 Minuten komplett still zu sein, sich in einen komplett stillen Raum zu begeben und ihnen gesagt, wenn sie nicht still sind, bekommen sie sogar Stromstöße. Kaum einer dieser Menschen konnte oder wollte 15 Minuten komplett still sein. Warum? Stille auf Geräusche bezogen ist zum einen nicht natürlich und zum anderen assoziieren wir negative Dinge damit. Man denkt an Totenstille oder Leichenstarre. Die wahre Stille, der Gemütszustand, den wir suchen,
Da kann in einer Straßenbahn genauso erlebt werden wie in der Natur. Am Fließband, in einer Fabrik, genauso wie im Meditationsretreat. Weil es eben keine Geräuschstille ist, die wir brauchen, sondern innere Stille. Und das kann man messen. Man kann die Entzündungsmarker, ausgelöst durch oxidativen Stress, messen. Und man kann Neurotransmitter, die für unseren Gefühlszustand verantwortlich sind, messen. Und da sind wir bei der Gamma-Aminobuttersäure, die für einen Entspannungszustand zu großen Teilen mitverantwortlich ist. Diese Aminosäure hat auch die Fähigkeit, dass wir in unserem Gehirn von Beta-Wellen auf Alpha-Wellen umstellen können. Es kann gemessen werden, dass wir, wenn wir in geistiger Stille verweilen, in geistiger Stille, nicht in Geräuschstille, den Mönchen, die sich für wissenschaftliche Experimente bereitstellen, sei an dieser Stelle wirklich mal ein ganz herzliches Dankeschön ausgesprochen, dass man ganz konkret nach 2 Stunden Stille im Geiste, die durchaus in einer Tätigkeit vollzogen werden können, im Hippocampus dazu führen, dass Zellen neu gebildet werden. Und nur dann, Hippocampus ist der Ort, der eine wichtige Rolle spielt beim Lernen, beim Fühlen und beim Erinnern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass gestresste Menschen häufiger an Alzheimer erkranken als Menschen, die die Ruhe weghaben. Die geistige Ruhe. Entschleunigen ist hier der Schlüssel für dein Leben. Und es bringt nichts, wenn der gestresste Business Manager zum Meditationsretreat hetzt, um dort 1 Stunde zu entspannen und den Haken zu setzen. Lieber nicht umherfahren, sondern verweilen. Einfach dort, wo man ist. Die Belastung durch die Umwelt in Interesse transformieren, Wut und Ärger vorbeiziehen lassen und dankbar sein dafür, dass du am Leben bist, dafür, dass du all die wunderbaren, mannigfaltigen Geräusche erleben darfst, dass deine Sinneszellen Tango tanzen dürfen, dass du dich als Teil einer atemberaubenden Sinfonie begreifst. Ich wünsche dir viel Spaß und einen tollen Tag mit all den tollen Geräuschen und mit deiner geistigen Stille. Dein Samu. Thank you.